Tyler, Jess und ich sind uns nicht einig. Was ist besser für Stadtrennen? Europäische Kompaktsportwagen oder amerikanische Muscle Cars? Wenn's um reine Power geht, eindeutig Muscle Cars, keine Frage. Siehst du, Jess? Sag ich doch. Muscle Cars sind zu auffällig. Kompaktwagen sind dezenter, haben aber trotzdem eine enorme Beschleunigung. Tja, Mac, da hat Jess recht. Wer bitteschön will ein dezentes Auto?
Du bist hier. Gut. Hör zu. Das Haus schickt Konvois in die Stadt und mit dem nächsten kommt mein Königseck. Aufgerüstet mit neuer Tech. Du und deine Freunde werdet ihn mir zurückholen. Warum sollten wir? Weil du es mir schuldig bist. Außerdem lasse ich deinen Kumpel Raph einen Blick unter die Haube werfen. Das genügt mir. Wir sind dabei. Gut. Also, es sieht so aus. Der Truck mit dem Königseck erreicht in 2 Stunden die Stadtgrenze. Wir fangen ihn ab und schnappen uns die Fracht. Er wird Teil eines Konvois sein. Wie lautet der Plan? Es muss schnell gehen. Bring mich nah an den Truck ran. Alles andere erledige ich. Raph, hast du aus dem Mustang schon einen Runner gemacht? Yep, genau nach Vorgabe, inklusive Panzerung. Er verkraftet was und kann auch austeilen. Perfekt. Mac, hast du mit Raph die Drohne flugbereit gemacht? Ich werde alles im Blick haben. Na dann, zahlen wir es dem Haus heim. Na dann, schnappen wir uns einen Hypercar. Die Drohne ist online und ich suche jetzt nach dem Konvoi. Ihr müsst so schnell wie möglich zum Treffpunkt. Was auch immer Raph mit dem Mustang angestellt hat, er fühlt sich wuchtig an. Irgendwie kampfbereit. Vergiss nicht, Ty. Das Haus wird den Konvoi mit Enforcern schützen. Sobald wir sie los sind, musst du mich auf den Truck bringen, bevor er den Amber Valley Tunnel erreicht. Dann sind wir im Geschäft. Ihre Luftüberwachung wird im Tunnel blind sein. Der ideale Zeitpunkt, um zu verschwinden. Ein perfekter Plan. Im schlimmsten Fall improvisieren wir, richtig? Das wird nicht nötig sein. Mac, wie lange kennst du Jess schon? Sie hat immer einen Plan B. Oh, und einen Plan C. Ein Plan D und ein Plan E. Ganz genau. Gut, dass du wieder bei uns bist, Schwester. Das wird ein Riesenspaß. Mir geht's nicht um Action, Mac. Mir geht's um den Job. Und um den Spaß dabei. Mal im Ernst. Ich bin hier, um euch zu helfen, in den Rush zu kommen. Mehr nicht. Aha. Ich mein's ernst. Was immer du sagst, Jess. Halt da an! Ich seh ihn. Der Truck ist fast da. Und er ist nicht allein. Es geht los. Bring mich an den Truck ran, bevor er im Tunnel ist. Das Haus lässt uns nicht mal in die Nähe des Trucks. Wir müssen diesen Wagen loswerden. Mit Vergnügen. Sauber, Tyler. Dann bleibt nur noch einer. Nur noch einer. Schalt ihn aus. Zeit, es zu Ende zu bringen. Ty, der Tunnel ist nicht mehr weit. Wir müssen diese Wagen loswerden. Bring mich an den Truck ran, bevor er im Tunnel ist. Das Haus lässt uns nicht mal in die Nähe des Trucks. Wir müssen diesen Wagen loswerden. Mit Vergnügen.
Roboterteiler. Dann bleibt nur noch einer. Ja, so gefällt mir das. Schnappen wir uns den Truck. Mac, kriegen wir noch mehr Gesellschaft? Nein, alles ruhig. Jazz, bist du bereit? Bring mich in Position. Was ist los? Er hat mich ausgebremst. Den kriegen wir. Was zum Teufel? Der Typ dreht voll durch. Hier geht irgendwas Größeres vor sich. Nur für ein Auto würde das Haus nicht so weit gehen. Was ist der Plan? Neuer Plan. Vergiss den Tunnel. Wir schnappen ihn uns, bevor er die Stadt erreicht. Seht ihr das auch? Wir sehen und spüren es. Achtung, da kommt Verstärkung. Ich sehe sie. Schalt sie aus. Leute, das Haus schickt Verstärkung. Kein Problem. Diese Typen sind tougher. Das sind verfluchte Panzer. Wir machen sie trotzdem fertig. Mach schon, werd die Typen los. Leute, im Polizei... Und ist die Hölle los. Wir haben Aufmerksamkeit erregt. Dann sollten wir uns etwas beeilen. Werd den Kerl los, Ty! Solange der Kerl noch fährt, kommt ihr nicht an den Truck ran. Ihr müsst ihn loswerden. Ich glaube, die sind wir los. Mac? Ja, der Truck gehört ganz euch. Da kommst du niemals rauf. Wie sieht dein Plan aus, Jazz? Weiß ich noch nicht. Bring mich näher ran. Ich sehe da was. Jazz, ich habe eine richtig miese Idee. Mac? Die Leiter an der rechten Seite, da kommst du rauf. Alles klar. Ty? Bring dich in Position. Der Mustang ist zu heiß. Ich werde ihn los und komm dann nach. Jess, dir sitzen massenhaft Cops im Nacken. Bist du sicher, dass du das hinkriegst? Mit dem Auto? Die haben keine Chance. Also, Jess, wie fährt er sich? Kennst du das, wenn man aufs Gas drückt und der Motor für eine Sekunde zum Leben erwacht? Oh, ja! So ist es. Nur hört es niemals auf. Ich fass es nicht. Du bist schon auf halbem Weg zum Airfield? Ich mag dieses Auto. Du bist fast da, Jess. Fahren. Sorry, Mac. Der Königseck geht an den Gambler, nachdem Rev einen Blick unter die Haube geworfen hat. Verdammt!
Wieso darf ich nie die coolen Wagen fahren? Schade nur, dass wir ihn nicht behalten. Das Ding ist heiß. Fahren in die Werkstatt. Ich werfe einen Blick unter die Haube, um rauszufinden, was so besonders an ihm ist, bevor wir ihn zu Weir bringen. Sie haben also den Wagen verloren. Ihr wiederholtes Scheitern beunruhigt mich. Ich werde die Diebe finden. Sie haben mein Wort. Meine Investoren werden nervös. Ich habe sie aus The Barrio geholt, um Dinge zu regeln. Werd ich. Hoffentlich. Was unter seiner Haube steckt, ist mehr wert als ihr Leben. Wer, wenn du das warst, Morgan? Tyler, meine Leute haben den Regierer abgeholt. Miller hat zwar das Fahrwerk und die Bremsen ruiniert, aber darüber will ich mal hinwegsehen. Wie großzügig. Ja, oder? Hör zu, wir müssen uns treffen. Was, jetzt? Ja, jetzt. Wir sehen uns downtown, am Elysium Casino, auf der Rückseite. Der Gambler hat den Wagen. Gut. Er wird ein echt gutes Team brauchen, um aus dieser Tech-Cloud zu werden. Du konntest sie nicht knacken? Nein. Das Steuergerät ist eine Spezialanfertigung mit Hardware-Verschlüsselung. Sowas habe ich zuletzt in Singapur gesehen. Was zum Teufel stellt das Haus mit so einer Tech an? Keine Ahnung. Aber bleib wach. Eure Hüterin. Mit den Wüstenwinden kommen auch ein paar heiße Gerüchte. Ein junger Racer namens Ty sorgt für mächtig Wirbel, indem er einige der Oldschool-Ligen von der Straße fegt. Wer ist der Kerl? Ist er Single? Angeblich könnte Ty sogar gut genug für den Outlaws Rush sein. Auch wenn er bis dahin noch einiges vor sich hat. Ty, mein Freund, bleib dran und misch die Ligen weiter auf. Aber arbeite an deinem Wagen, Mann. Sonst schaffst du es nicht mal bis zur Startlinie des Outlaws Rush. Oh, ich arbeite an ihm, glaub mir. Billionaire's Road. Knöpft das Haus den Leuten ihr Geld ab und wird immer reicher.
Hey, ich wollte dich gerade... Tyler, der Konvoi-Job war übrigens gute Arbeit. Das hat mich schwer beeindruckt. Ich? Es ist unmöglich. Ich bin so beeindruckt, dass es mich inspiriert, eine Menge Geld auf euch zu setzen. Deine Crew hat das Zeug dazu, die Drift- und Drag-Rennen der Stadt zu beherrschen. Das heißt Shift, Lock und Riot Club. Besiegt ihre Bosse und ihr kommt dem Rush einen Schritt näher. Denkst du, ihr könntet das für mich tun? Oh, und sag deiner Freundin Jessica, jemand, den ich kenne, hat einen Job für sie. Eine VIP-Abholung. Ich schicke die Details, okay? Naja, sowas haben wir bisher noch. Guter Junge, war nett. Alles klar, Leute, wir knöpfen uns den Riot Club und Shift vor. Das heißt, ich brauche einen Dragster. Gib Bescheid, wenn du einen hast, dann stimmen wir ihn ab. Wie sieht's bei dir aus, Mac? Ich kümmere mich selbst um meinen Wagen, danke. Es wird Zeit für ein paar Gifts. Oh, und Jess? Der Gambler sagte was von einem Job für dich. Du müsstest die Info schon haben. Wirklich? Interessant. So schnell, Tyler. Um mit den Drag Crews hier mithalten zu können, brauchst du ein Drag Setup. Gib Gas. Wer zur Hölle bist du? Miller. Deine Fahrerin. Ramirez. Na dann, hallo Ramirez. Und da das jetzt geklärt ist... Ach, denkst du, du kannst die Cops abschütteln? Ich werde für eine Abholung bezahlt. Von Cops war niemals die Rede. Wir werden uns schon einig. Fahr einfach. Was immer du sagst. Was zum Teufel soll das? Ich hoffe, sie haben Airbags. Du bist vollkommen irre! Na dann, Verfolgungsjagden kosten das Dreifache. Was? Du kriegst das Doppelte. Gut, ich fahr mal kurz ran. Warte, okay, das Dreifache. Fahr einfach weiter. Du bist total irre.
Danke. In Ordnung. Und tschüss. Es geht doch nichts über Verfolgungsjagden, ha? Du genießt das? Du etwa nicht? Ich dachte, du wärst ein Profi. Willst du fahren? Nein? Dachte ich mir. Einheit, wir stellen jetzt Straßensperren auf. Achten Sie auf mögliche Behinderungen. Verstanden. Zentrale Telefonie der Bestätige. Glaub's nicht, das macht dir Spaß. Gut gemacht, Miller. Ich weiß. Ich weiß nicht, was sie in dir sieht. Dir geht's nur um den Kick. Keine Ahnung, wer sie ist. Ernsthaft? Ich werd bezahlt, der Rest ist mir egal. Sie sind weg? Oh, Gott sei Dank. Kannst du mich zum Unterschlupf fahren? Oder kostet das auch extra? Nein, das kriegst du umsonst. Wie lange machst du das schon? Seit meinem 19. Geburtstag. Also schon immer. Sieht ganz so aus. Was wollen diese Cops eigentlich von dir? Das Haus hat mich enttarnt und verraten. Wurdest du ins Haus eingeschleust? Du solltest echt mal mit meinem Boss reden. Wie wird ein Mädchen wie du Fluchtwagenfahrerin? Ich habe mir einen Streifenwagen ausgeborgt, als ich 19 wurde. Oh, und dann? Dann hatte ich irgendwann 20 Cops im Nacken. Und meine Zeit an der Academy war vorbei. Du warst ein Cop? Ja, ich wollte rebellieren. Und du bist irre. Sagt der Typ, der das Haus hintergangen hat. Das ist was anderes.
Und da wären wir. Gut. Das war lustig. Ramirez hat mir viel über dich erzählt. Und nicht nur Schlechtes. Oh, du bist also meine mysteriöse Gönnerin. Ich wüsste einen Weg, dich zu beweisen. Interessiert? Ich schätze, Marcus Weir hat uns nicht ohne Grund zusammengebracht. Möglich. Ich schicke dir die Infos. You